Damit willkommen zurück zur 40. Folge. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Manager für unsere neue Station. Für unsere erste Station. Ich kann nicht verstehen, was das ganze Getue um KI. Hallo Pilot, raten Sie mal, was ich für Sie habe. Da können wir an KI interessiert? Beginnen. Ich kann Ihnen alles dazu erklären. Okay, ich höre. Die AGI-Evolution. Obwohl AGI gegenüber KI effizienter sind, besteht immer das Risiko, dass sie sich im Laufe der Zeit über ihren ursprünglichen Einsatzzweck hinaus entwickeln. Wie bitte? AGI kann sich über die Kontrolle des Schöpfers hinaus entwickeln? KI klingt da für mich ein wenig sicherer. Mhm, auf jeden Fall. Wir machen es ein bisschen genauer. Durch voranschreitende Evolution können Sie am Ende sogar eine Form der Selbstwahrnehmung erreichen. Ich bin sicher, Sie haben zu diesem Thema eine Menge mehr zu sagen. Natürlich. Was dachtest du denn? Das Problem mit der Fähigkeit zur Anpassung ist, dass Sie Ihre ursprüngliche Aufgabe neu bewerten und sogar gänzlich neue Ziele festlegen können. Sie sprechen mit so einer Überzeugung. Ich glaube Ihnen wirklich. Mir hat unser Gespräch gefallen und ich glaube, ich schulde Ihnen jetzt etwas. Ich habe mit jemandem verhandelt, der einen Job sucht. Die Qualifikation ist gut, wie Sie hier sehen können. Natürlich. Ein Techniker. Ach Mann. Ich wollte doch einen Manager und keinen doofen Techniker haben. Oh mein Gott. Es ist so schwierig, gutes Personal zu finden. So, ist da noch jemand? Ja. Ein Händler. Okay. Da ist wohl keiner mehr? Nee. Ach, verdammt. Gut. Gehen wir wieder zurück aufs Schiff. So, dann flitzen wir doch mal gleich zur nächsten Andockstelle. Falls wir eine finden. Zu arbeiten. Okay. Gut. Dann gibt es hier noch eine Stelle. Egal. Oder? Ah, da drüben ist eine. Da finden wir hin. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Moment, war das nicht? Andockerlaubnis erteilt. Stand er nicht gerade in der Kano? Wir haben was über für vernünftige Piloten, die uns besuchen. Schauen wir doch mal nach. Weil den können wir dann wahrscheinlich auch wieder nicht mitnehmen. Wenn es der Nakano ist, den ich meine. Hey, mein Freund. Ui, ein Manager. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Oh, von dem können wir auch nicht die Fähigkeiten sehen. Ich wünsche einen guten Flug. Ich fliege nämlich ohne dich, wenn ich nicht weiß, was du für Fähigkeiten hast. So, da ist keiner. Da drüben ist auch nur ein Händler. Händlerin. Mechanikerin. Gut, dann schauen wir hier mal weiter. Ein Händler. Da drin. Ist der Nakano? Ja, den kann man ja nicht mitnehmen. Jeder irgendwo Händler, den wir nicht brauchen. Sonst ist da keiner drin. Gut, schauen wir mal weiter. Händlerin. Niemand. Händler. Was soll überhaupt diese Aufregung um KI? Hallo Pilot, kann ich Ihnen etwas anbieten? An KI interessiert? Ich kann Ihnen alles dazu erklären. Wirklich? Ich bin ganz Ohr. Klären Sie mich auf. Dann hören wir gut zu. Und zwar, Reproduktion ist gefährlich. AGI zu erlauben, sich zu reproduzieren, grenzt schon an Wahnsinn. Mhm. Da sollten Sie mehr zustande bringen. Natürlich. Die Terraformer zum Beispiel. Die könnte ich mal erwähnen. Es gab einmal einen Zwischenfall mit AGI, die dazu gedacht war, Planeten zu terraformen.
Sie gerieten außer Kontrolle und hätten fast die Erde zerstört. Zweimal. Es scheint, Sie wissen, wovon Sie reden. Ja, klar. Die Terraformer wurden von den Zentral-AGI gesteuert, den CPU. Eine davon entkam und seitdem gibt es die Xenon. Wirklich? Das war mir nicht bewusst. Also das erklärt das ganze Mechanische und so weiter. Ja. Das war eine erfrischende kleine Unterhaltung. Wenn wir ins Geschäft kommen, biete ich Ihnen einen Top-Rabatt an. Nein, ich will keinen Rabatt. Ich will einen fähigen Manager, von dem ich weiß, dass er auch fähig ist. Verflucht. Versteht das hier keiner? Oh je. Überall keiner, ist doch zum Kotzen. Keiner will quatschen. Xenon-Technologie in Plutarch-Händen. Da ist die Katastrophe vor. Hallo, Pilot. Was kann ich für immer Sie tun? Sie haben Angst vor den Xenon-Bauteilen? Furchtbar. Bei solchen Aussichten bekomme ich Gänsehaut. Die Xenon-AGI hat. Sie bekommen Babys. Oh mein Gott, ich meine, stellen Sie sich das mal vor. Nein, jetzt verwirren Sie mich bloß. Ja, ja. Plutarch mit einer Xenon-Armee ist schon schlimm genug, aber was ist, wenn die Xenon außer Kontrolle geraten? Dann haben wir richtige Probleme. Ja, ich weiß. Und genau das macht mir Sorgen. Ja, ja. Wir sollten uns ein eigenes machen. Vielleicht sollten wir unsere eigene AGI-Flotte aufstellen und sie gegen Plutarchs Flotte ins Feld schicken, wenn alles andere versagt. Warum sind Sie der Meinung, wir hätten sie besser unter Kontrolle als Plutarch? Ich bin da nicht so sicher. Diese Unterhaltung hat mich dazu angespornt, Ihnen zu helfen. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der... Naja, Sie wissen schon. Ich werde Ihnen dabei helfen, dass Sie ein gutes Geschäft machen. Nein, ich bin Manager. Das verstehen die nicht. Rabatt, Provision, Provision, Rabatt. Ach. Was hat es eigentlich mit diesem ganzen KI-Gedöns auf sich? Halt auf ein Wort. Bitte, wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Manager Sie bestimmt bezahlt machen. An KI interessiert? Ich kann Ihnen alles dazu erklären. Ich bin erstmal sowieso eine Weile hier, also warum nicht? Gut. Gehen wir mal zur AGI-Evolution. AGI kann ihren Einsatzzweck selbstständig ändern, wenn man ihr genügend Zeit lässt. Ich würde Sie ja fragen, ob Sie das wiederholen, wenn es mich auch nur die Bohne interessierte. Also wenn Sie einer AGI genügend Zeit lassen, dann kann sie sogar durch fortwährende Iteration sich selbst wahrnehmen. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich Sie verstehe. Mehr ist nicht drin. Mein Gott. Das Problem mit der Fähigkeit zur Anpassung ist, dass sie ihre ursprüngliche Aufgabe neu bewerten und sogar gänzlich neue Ziele festlegen können. Ihre Ansichten klingen interessant, aber ihr Optimismus kann fast schon nerven. Nun, alles in allem haben wir uns ganz gut verstanden, denke ich. Ich fasse es nicht, dass ich so weit gehe, aber wenn wir noch weitere Geschäfte machen, gebe ich Ihnen einen erstklassigen Preisnachlass. Ich geb's auf. Jeder will mir nur Provisionen und Rabatte geben. Aber keiner denkt dran, dass ich einen Manager brauche. Mann. Es ist ein bisschen nervig. Aber was soll man machen? Das ist Zufall. Und wer ist da noch drinnen? Niemand. Ein paar Händler. Noch mehr Händler. Okay. Dann wieder zurück aufs Schiff. Schauen wir mal in einer anderen Zone vorbei. Hier habe ich keine Chance, einen zu bekommen. Erstmal wieder schön speichern. Und düsen wir mal runter zum Highway. Der da raus. Und wieder ein bisschen Beschleunigung. Ewige Warterei nervt, wenn man einen Highway fliegt. Überlaufende Quelle. So, fragen wir mal einen. Wo ist der Manager? Ich höre Sie. Einverstanden. Am Kristallpalast. Moment.
Moment. Moment. Das ist nicht zufällig wieder dieselbe Person. Doch. Schmeißen wir es raus. Okay, such mal woanders nach. Schau mal woanders nach, so rum. Wäre es richtig. Und wieder ein bisschen beschleunigen. Das mache ich jetzt, glaube ich, immer. Highway, Zeit, außer da kommt was Interessantes. So, 42, die Antwort auf alles. In Produktionslinien sollten Sie keine Nahrungsmittelknappheit mehr zu befürchten haben. Was? Was hat denn jetzt Nahrungsmittelknappheit mit der Suche nach einem Manager zu tun? Ich habe keinen blassen Schimmer. Naja. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. So. Hier herzlich willkommen, das finde ich gut. Schauen wir mal nach, ob wir jemanden finden. Gehen wir lang rechts. Ja, schauen wir mal rechts. Bah. Und da sind wir doch direkt die erste Managerin, aber. Würde das Glück immer auf ihrer Seite sein. Ohne dass wir wissen, welche Fähigkeiten diese Person hat. Gibt es ja noch mehr. Architekt. Pilot, Architekt. Oh. Warum werden wir immer mit diesem Zeug belästigt? Worauf da? Ja? So. Sie reden doch nicht von den Holotänzerinnen, oder? Ja, aber nicht nur sie. Das ganze VR-Zeug. Was hat bitte Reality so Schlimmes an sich? Wenn ich darüber nachdenke, wie können Sie es wagen, den technologischen Fortschritt in Frage zu stellen? In was für einem Jahrhundert leben Sie denn? Sind Sie etwa noch immer nicht aus Ihrer Höhle hervorgekrochen? Wir sollten es dabei belassen, bevor es handgreiflich wird. Ach komm schon. Du blöder Depp. Ich weiß gar nicht, was der hat. Ah. Probieren wir es mal hier. Wissen Sie, dass es seitdem viele Fortschritte gegeben hat? Richtig. Seitdem wurde immer atemberaubendere Technologie entwickelt. Ja, der war gut. Highways gibt es erst seit etwas über 30 Jahren, richtig? Und das Netzwerk wird noch immer ausgebaut. Ja, ich hänge noch immer an ihren Lippen. Super Highways sind wirklich super groß, nicht? Ich meine, ehrfurchtgebietend. Großartig sind sie. Verstehen Sie? Ich warte noch immer auf ein überzeugendes Argument. Geben wir es ihr. Der Kurzstreckenverkehr explodierte, bis er schließlich die heutigen Ausmaße erreichte. Vor einem halben Jahrhundert war das noch nicht so üblich. Bitte, so sprechen Sie mit allen Mädchen. Es tat gut, ein so anregendes Gespräch geführt zu haben. Finden da jemanden, der perfekt qualifiziert ist für die Aufgabe und sogar gerade nach Arbeit sucht? Ja! Ich kann Ihnen das exklusiv bitte. Selbst reden. Ja, Manager! Sehen wir endlich mal Fähigkeiten von der Managerin. Vom Namen her weiblich. So, das wäre noch ein Manager, den können wir jetzt abschminken. Hoffe ich. Moment, hier drin? Ne, eins weiter. In den Quartieren. So, Fähigkeiten. Ah, hallo. Fähigkeiten angucken. Gucken wir uns die Fähigkeiten an. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Führung, Verwaltung, gut. Okay, Navigation können wir uns schenken. Das ist, denke ich mal, dass Sie mich eingestellt haben, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Und damit können wir endlich unsere Station richtig zum Laufen bringen. Ha, super. Ab zurück zum Schiff. Und dann wieder zurück zu unserer Station, zu unserer eigenen Station. Also, erstmal markieren. Das werde ich auch finden. Leicht. Ups. Verklickt. Korsetzen da. So. Okay. Dann düsen wir mal. Nee, Moment. Jetzt will ich schon. Okay, die ist noch voll.
Ah, da ist das Konstruktionsschiff mit drinnen. Jetzt. Das habe ich ja beim letzten Mal gesucht. Okay. Aber da müsste eigentlich noch... Egal. Gut, dann müssen wir mal da runter zum Highway. Oder nee, halt. Haha. Wir können ja uns von unserem eigenen Schiff hier mitnehmen lassen. Das geht dann, glaube ich, doch noch ein bisschen schneller. Ich höre Sie klar und deutlich. Worum geht es? So, du bring mich mal nach... verbrannte Aura. Kapitän, warten Sie auf mich, bis ich gelandet bin. Ich komme mit Ihnen. So,